Seid da recht herzlich gegrüßt, ihr da wandelt auf den Pfaden des Lootes. Hier ist wieder Martin Luther und das ist ein bisschen Looten XL mit Darkwood. Folge Nummer 4. Die zweite Nacht im bösen, bösen Wald ist überlebt. Gar keine Wahnvorstellung, nur wahnhafte Selbstgespräche. Ich habe tatsächlich an der Werkbank mal mein Inventar ein wenig sortiert. Mein Zwangsneurosen gefrönt. In meinem Inventar sind jetzt schon noch die Kettenfalle, obwohl die kann ich da lassen, glaube ich. So, die ist ein bisschen unhandlich für unterwegs. Ich mache mir mal lieber noch eine zweite Fackel mit Alkohol. Und ja, Bandagen gegen schwere Wunden, ehe ich sie am Ende brauche und dann habe ich sie nicht. So. So, dann brauche ich auch keine Streichhölzer, wenn ich meine Fackel habe. Meine Ersatzfackel. Gut. Gut. Ich würde sagen, ich bin bereit aufzubrechen zu dem Camp mit den Hunden, wenn da nicht wieder ein neuer Gast wäre. Händler. Also nicht der große, nette Wolf. Ein Mann steht vor mir. Ungefähr so groß wie ich. Durch das matte Visier seines Helmes kann ich seine erschreckend vertrauten Züge kaum ausmachen. Der gewaltige Helm ist mit einem alten Sack überzogen und scheint ein bedeutender Teil des unnatürlich blassen Körpers zu sein. Erschreckend vertraute Züge im Sinne von menschlich oder... Ich erinnere mich an ihn. Er hat mich aus dem Haus des Arztes gerettet. Ah, stimmt, da war ja was. Der Mann streckt seine schwarze Hand nach mir aus. Es ist über und über mit Holzkohle beschmiert. Auf seinem abgenutzten Wollhandschuh steht etwas geschrieben. Wir müssen zusammenhalten, Bruder. Seine Lippen bewegen sich, aber der Helm schluckt seine Worte. Er zuckt mit den Schultern und nimmt dann den gewaltigen Sack von seinem Rücken, um ihn auf den Boden fallen zu lassen und den Inhalt zu offenbaren. Ja, also auch mit ihm kann ich handeln. Ich glaube, am Ende der Folge stand auch da Respekt gewonnen. Also ich habe schon was bei ihm gut. Wahrscheinlich allein deswegen, dass er nicht der einzige Mensch dann ist. So wie das hier rechts aussieht, hat er aber auch... Nicht nur auf seinem Handschuh, sondern auch auf seinen Armen so einiges geschrieben mit seinem Kohlestift. Dann Zeit für etwas Geschichte. Das Foto von der Straße kann ich ihm zeigen. Er wischt seinen linken Handschuh an seiner Hose ab, nimmt die Holzkohle aus seiner Tasche und kritzelt. Als er fertig ist, hebt er seine schmutzige Hand. Alle Straßen führen tiefer in den Wald. Yay, das macht ja Hoffnung. Dann handeln wir doch ein bisschen. Am besten hat er einen Werkzeugkoffer für so gut wie nichts. Hast du einen Werkzeugkoffer? Stoffsignalfackeln. Da muss ich an Alan Wake denken mit seinen fantastischen Kamerafahrten, wenn man so eine Signalfackel benutzt hat. Um die Leute abzuwehren. Also er hat anscheinend alles, was man braucht, um sich eine Waffe zusammenzuzimmern. Inklusive Waffenteilen à la Evil Within 2. Vielleicht auch aus der Mülltonne geklaubt. Schaufelblatt, Axtklinge, Taschenlampe. Ja gut, dass die was wert ist ohne Uhr. 300, meine Güte. Merkwürdig aussehender glühender Pilz. Der ist 50 wert, den kann ich da bestimmt einkochen. Benzin habe ich ja an die zwei Kanister. Metallrohr, ich glaube, das kann man nicht direkt als Waffe benutzen. Seil, Klebeband. Feiner Stoff. Tabletten heilen. Okay, Gastank.
Wahrscheinlich, wenn es nicht monochrom wäre, wäre auch rot. Wenn es explodiert, ist das ja Ehrensache in Videospielen. Ich kann mit dem ganzen Zeug nur begrenzt was anfangen. Dann, naja, nehme ich mir halt einen Pilz und lass mir ein bisschen Nägel und Bretter noch angehen. Na, vielleicht nicht ganz so viel Nägel, wer weiß, ob man nicht später was Besseres hat. Und dann habe ich schon seinen guten Willen verplempert. Mein Stein ist null wert. Also, was denkt er denn? Weißt du nicht, wofür man Steine gebrauchen kann? Du kannst damit einen Steinmann bauen und... Ja. So. Er nickt. Danke, Kamerad. Wir sehen uns. So. Meinen neuen Pilz kann ich da mal gleich einkochen. Oh, 20 Essenzen von 150 bis zum nächsten Level ab. Uff. Mann, Mann, Mann. Gut, gut. Ich möchte einen Werkzeugkasten, damit ich mir eine Lampe bauen kann. Mit dem Rohr könnte ich mir eine Einschusspistole noch mit Altmetall machen. Naja, kann ich ja auch erst, wenn ich den verdammten Werkzeugkasten habe. Upgrade für die Schnellleiste. Ach, dafür braucht man den feinen Stoff. Oh, dieses Spiel. Werde ich diese Updates jemals zu sehen kriegen, ist die Frage. Denn nach wie vor ist das ja hier der Albtraum-Schwierigkeitsgrad. Vielleicht rafft's mich ja diesmal schon dahin. Bis jetzt hatte ich ja noch den miesen Vorteil von meiner Anspielrunde. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein schönes Spiel, hat den Albtraumgrad, das bietet sich ja geradezu an für ein bisschen Looten. Vielleicht ist es jetzt in dieser Folge schon wieder vorbei. Ein Moment der Unachtsamkeit oder der Blindheit, der Überforderung. Ich mache das ja auch noch allein, so ganz ohne Al. Vielleicht ist das jetzt auch maßlose. Okay, ich höre Geräusche, komische Töne. Ein Singen tief im Wald. Oder schiefe Flötentöne. Oder beides. Ein Stein und Nägel und Holzscheite. Das könnte sich, wo war ich? Der Wald vernebelt mir die Gedanken. Es könnte sich als maßlose Selbstüberschätzung herausstellen, dass ich diese vier Hunde umbringen will. Vielleicht kann ich ja auch einen zuerst mal vom Weiten. Eine Fackel werde ich ja jetzt nicht so schnell brauchen, denke ich. Vom Weiten so mit Steinen vom Rest weglocken. Immer die beste Strategie, ob in Dark Souls oder allen anderen möglichen Spielen, hast du eine Gruppe an Feinden, pulle erstmal einen Gegner. Oh, hast du einen schwachen Wurfarm, Junge. Meine Güte, kann ich mir bitte einen anderen Charakter auswürfeln? Wie soll das denn gut gehen jetzt? Oh, meine Güte. Alle, ja? Komm näher. Baldo. Ja. Ah ne, jetzt kommen sie alle. Ja. Einer ist tot. Zwei tot. Drei tot. Oh ja. Oh,
Ihr oder ich. Ihr oder ich. Gut, dass ich mir off-camera schon ein neues Nagelbrett gezimmert habe. Das war so ein bisschen im Überschwang, als ich sortiert habe. Ist die Maus ausgerutscht, sozusagen. Ganz ohne politische Motivation. Eine leere Flasche. Gespielt wie Flasche leer. Benzin. Wie? Und jetzt? Ich kann nicht in die Zelte gucken. Ach, komm. In den Zelten ist doch immer alles. Die Überreste. Die abgenagten Leichen. Schuhe. Ich kann die nicht mitnehmen. Kann man doch Leder draus machen, bestimmt. Fleisch. Super. Ah, die Leichen sind da im Dunkeln. Nicht ohne meine Fackel. Das kann man ja kaum mehr als... Ach, da fehlt der Kopf. Da fängt die Leiche an. Das arme Schwein ist wohl verhungert, wenn du es sagst. Mit einer leeren Flasche. Boah, oh, das hat sich ja... Mensch, da haben sich meine Erwartungen voll erfüllt. Das Spiel ist ja geradezu verschwenderisch. Hier mit Loot. Mist. Dann bringe ich ja die erste Beute mal zurück und dann schaue ich doch mal, wo da dieser Gesang herkam. Oder diese Töne. Ich hoffe, ihr habt die auch gehört. Ich dich das hinterher schneide und dann frage ich mich, das war ein Hahn, nehme ich an. Die Sonne ist doch schon vor einiger Zeit aufgegangen. Soll mein Brunnen so rot aussehen? Das Ding könnte ich, ja, der Kanister ist ja eh halb leer. Fülle ich den doch mal nach. Also nicht den Kanister, sondern die Säge. So. Ich bin immer noch allein. Mein Schrank verschließt treu wie eh und je die Seitentür. Das ist bestimmt irgendwann mal der Punkt, wo alles schief geht, wenn da Leute durchkommen. Ach, ich habe sogar noch Pillen. Mensch. Noch mehr Fleisch. Ach. Meine Bandage. So, mein neues Brett sollte ich mitnehmen. Die leeren Flaschen und Nägel können hier bleiben. Dietrich habe ich auch. Ach, ein Gewitter. Könnte sich nähern. Warum ist dieser Brunnen so rot? Ich meine, er heilt mich. Ah, okay. Hat sich das geklärt. Also ich hoffe, das ist nur die Witterung. Also... Weil wenn's... Ja, Regen. Zählt das jetzt auch als dunkel? Nee. Die Nacht ist ja schon so getrennt, so rein funktional, gameplay-technisch. Ich würde sagen, das geht beim Regen rausgehen. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt erkälte. Ah, ein Hase. Bleib mal da, Häschen. Gleich donnert's, ja.
Bei Regen merke ich wahrscheinlich nur nicht so gut, wenn es wirklich dunkel wird. Aber dafür ist es jetzt auf jeden Fall noch zu früh. Von meinem Zeitgefühl her. Na, ist das eine Leiche? Nee. Einfach nur Unterholz. Ah, ich mag hier Regen. Oh, das Gute, dass ich das aufzeichne, kann ich mir in Endlosschleife abends geben. Da ist so ein Barbar, ein Schrein. Okay. Kann das Symbol auf den... Ach so, so eine Wegmarkierung quasi. Versucht er da was aus dem Boden zu ziehen oder sich seine eigenen... Ich kann gar nicht wegsehen. Was? Da kratzt er sich am Rücken. Vielleicht entlaust er sich ja selbst. Wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, ihn hinterrücks zu erschlagen. Ich habe irgendwie so einen Drang, das auch zu tun. Er wehrt sich nicht. Ich kann ihn steinigen. Ey. Was soll das? Komm her. Ich kann eh nicht mehr sprinten. Ach Mann. Bin ich denn jetzt unterirdischer Eingang? Ach, hierher ist er gelaufen. Ich schieb's mal auf den Wald. Der Wald hat's mir befohlen. Ich wollte ihn gar nicht erschlagen. Da ist noch ein Hund. Nee, eigentlich, ganz ehrlich, liegt's daran, dass dir so ein Kopfgewächs haben und das ist, glaube ich, eine bessere Schlagwaffe als mein Nagelbrett. Vielleicht hätte ich ihn mit ein bisschen Fleisch erst anlocken sollen, ja. Das wäre es vermutlich gewesen, verdammt. Kaputter Baum. Also, manche Wegmarkierungen sind hier schon ein bisschen schräg. Kaputter Baum. Camp des Wolfs, ach ja. Ich riech deinen Gestank einen Kilometer gegen den Wind, Fleisch. Auch bei Regen. Der hat's drauf. Ob er in der Nacht auch hier bleibt? Ich kann noch weiter nach Süden erkunden, dann tue ich das doch. Ich hätte mir eine Uhr aufstellen sollen. Bisschen betrügen. Vögel. Eine Leiche, denke ich. Leiche. Jawohl, mit einem Lappen und Benzin, immerhin halbwegs nützlich. Ich hätte schon gern noch eine Wegmarkierung für die ganze Mühe, für den Weg. Trockene Au heißt das Gebiet. Und es regnet am dritten Tag. Hätten sie es doch lieber Wuppertal genannt.
ich finde es schön, wie die den Mangel an einer Uhr, also auch so einen Mangel an Orientierung, wobei der sich hier noch in Grenze hält, aber auch diesen Mangel an Gewissheit mit der Zeit nutzen für die Atmosphäre der Verunsicherung hier. Ausgebrannte Häuser, ah. Ah. Mhm. Das sind noch mehr Hunde. Wenn, dann sollte ich auch, bevor ich da hingehe, mein zweites Brett mit ausrüsten. Nicht, dass ich plötzlich nichts mehr zum Zuschlagen habe. Der eine sieht ein bisschen dicker aus als die anderen. Ja, komm nur. Bell nicht nur. Komm. Das ist hin. Gehört die Musik zu dem Ort oder weil es dunkel wird? Ah. Ey. So nicht. Huch. Ah. 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 Oh, oh. Rennen. Rennen und nochmals rennen. Ich glaube, ich habe sie abgehängt und es dämmert. Und ich habe heute schon vom Brunnen genascht. Muss ich also meinen Verband benutzen. Verdammte Scheiße. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Nee, jetzt ist da ein Hirsch. Und wo bin ich überhaupt? Ach, nee. Oh, oh. Ah! Oh, nein! Ah, es ist nicht wahr. Ich denk mir noch, ah, heil dich mal, bevor du nochmal angegriffen wirst. Ah. Ich bin gestorben. Tage überlebt, 3. Ah. Bin ein Prophet, ihr lieben Schäfchen. Das sollte jetzt klar sein. Und es ist wenig passiert, aber die Atmosphäre war sehr dicht und es gibt noch viel, was passieren kann. Wie ich schon weiß von den Trailern, die mich ja aufmerksam gemacht haben auf das Spiel. So unangenehme Begegnungen bei Nacht, Schlagen an den Fenstern und Wänden, Geister, die wahnsinnig umherfliegen. Und solches. Aber es reichen auch ein paar wilde Köter und ein Elch mit zu viel Territorialverhalten, wie ihr seht. Was soll man noch sagen? Denn nur das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab, wie Schiller schrieb. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Ich entschuldige mich für dieses antiklimaktische Ende. Und seid vielleicht auch ein bisschen neugierig geworden auf das Spiel. Ich bezwinge mich jetzt nicht gegen die Regeln, dieses ein bisschen Looten zu verstoßen. Und sage daher nur noch, gehabt euch wohl.